Guten Tag, mein Name ist Clara Maveglia und ich leite das Institut für Cultural Entrepreneurship in Berlin. Heute ist mein Gast Professor Faltin. Er ist der Pionier des Entrepreneurship-Gedankens in Deutschland und deshalb wurde er mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet. Willkommen, Herr Professor Faltin. Herr Professor Faltin, schön, dass Sie da sind. Möchten Sie sich vorstellen? Ich bin Hochschullehrer für Entrepreneurship. Das ist ein Fach, wo es darum geht, was Neues auszudenken und damit ein kleines Unternehmen zu gründen. Das habe ich immer gerne gemacht. Ich finde es spannend, ein Ideenkind in die Welt zu setzen. Es ist ja wie beim biologischen Kind auch. Man denkt etwas aus. Es braucht Zeit, bis es fertig ausgedacht ist, bis es soweit ist, dass man es in die lebendige Welt bringen kann. Und dann muss man es begleiten, dass es auch sich behauptet in dieser fremden Welt. Also Ideenkinder in die Welt setzen, das ist eigentlich das Spannende. Ja, hört sich gut an. Aber eigentlich sind Sie ein Professor für Entrepreneurship, aber auch haben Sie die Tee-Kampagne initiiert, die Stiftung Entrepreneurship gegründet und vieles mehr. Sie haben aber auch sehr viele Bücher über das Thema geschrieben, die alle Bestseller sind. Also was macht Sie so erfolgreich? Wenn man Professor ist und über Unternehmensgründung spricht, dann glaubt ja kein Mensch, dass man das als Professor kann. Vor allem in Deutschland gelten Professoren als völlig praxisuntauglich. Und ich dachte, ich muss deswegen ein Unternehmen gründen und zeigen, dass ich das kann, dass ich das, was ich lehre, auch in der Praxis kann. Da habe ich mir die Teekampagne ausgedacht. Das ist ein Unternehmen mit einer einzigen Sorte Tee, aber die beste, die es gibt. An den Südhängen des Himalaya, steile Hänge, starke Sonneneinstrahlung in großer Höhe, Darjeeling-Tee, weltberühmt. Und diese Sorte haben wir eingeführt und wir sind im Laufe der Jahre der größte Importeur der Welt für Darjeeling-Tee geworden. Also nicht Lipton's oder Bourbon's oder wie alle diese großen Firmen heißen, Unilever, sondern wir. Das ist ein schöner Erfolg und das zeigt, dass wir eigentlich alle Entrepreneurship machen können. Das hätte sich jeder ausdenken können. Dazu muss man nicht Hochschullehrer sein. Und ich habe später eine Stiftung ins Leben gerufen, weil ich glaube, viel mehr Menschen, als es heute tun, können Entrepreneurship machen, können sich etwas Neues ausdenken, können ein Ideenkind in die Welt bringen. Und das ist die Idee der intelligenten Ökonomie. Das ist das Thema des neuesten Buch von Ihnen. Aber dazu kommen wir später. Ich wollte erst mal fragen, das interessiert immer alle. Wie sind Sie zu dem Menschen geworden, der sowas macht eben, der eben andere Dinge macht, als alle andere? Ich empfinde das gar nicht als so anders, aber Sie haben recht, das wird oft so gesehen. Ich habe als Kind schon mich gewundert, warum diese Erwachsenen so langweilig sind. Warum offenbar auf dem Weg zum Erwachsenwerden etwas passiert, was die Menschen langweilig und eigentlich leblos macht. Wir Kinder waren neugierig, wir waren interessiert, begierig, Wissen aufzunehmen, begierig, Experimente zu machen. Das war unglaublich spannend. Und dann haben wir mir die Erwachsenen angeguckt und uns gewundert, was passiert, dass die so komisch werden, so angepasst, so konventionell, dass sie nicht aus sich herausgehen. Italien ist ja da vielleicht besser, die Deutschen sind ja mehr etwas steif und so. Also wir haben uns als Kinder gewundert. Insofern nehme ich nur das auf, was ich als Kind mir so überlegt hatte. Wenn ich mal erwachsen bin, will ich nicht so sein wie die anderen Erwachsenen. Ich möchte mehr schöne Ideen, verrückte Ideen in die Welt bringen, in diese langweilige Welt. Das Tolle an Ihrem Ansatz, an Entrepreneurship eben, ist, dass etwas zu gründen, ein Unternehmen zu gründen, eigentlich ein kreativer Akt ist. Ja. Können Sie noch weiter etwas darüber erzählen? Ja, die meisten Menschen glauben, es geht um Rechtsprobleme, welche Unternehmensformen, es geht um Buchhaltung und Rechnungswesen. Business Administration, Bilanz, ich halte das für völlig falsch. Im Kern geht es darum, ein interessantes, neues Vorhaben, das den Menschen etwas bringt, das vielleicht auch ökologisch intelligenter ist als das, was es schon gibt, was auch sozial verträglich ist, was schön ist, die Welt ein Stück schöner und intelligenter machen. Ich finde das, was die großen Konzerne machen in der Ökonomie, ist nicht gut. Ich liebe Ökonomie. Ich bin also
aus vollem Herzen Ökonom. Ich finde das schön, den Menschen zu helfen, weniger arbeiten zu müssen, weniger schwere körperliche Arbeit zu haben, deswegen auch weniger krank zu sein. Das finde ich alles wichtig. Da ist Ökonomie sehr gut. Aber was daraus entstanden ist als Ökonomie, finde ich in vielen Teilen sehr problematisch und viele Dinge, die man kritisch hinterfragen muss. Warum spricht man von Entrepreneurship und nicht von Unternehmertum? Weil mit Unternehmertum so viele schlechte Bilder verknüpft sind und so viel aus der Geschichte des Frühkapitalismus und der Ausbeutung, dass ich es hoffnungslos finde, mit einem Begriff wie Unternehmertum die Menschen für etwas Neues, was ihnen scheinbar nicht zugänglich ist, zu begeistern. Ich finde, wir müssen diesen Begriff Unternehmer dorthin stellen, wo er hingehört, ins Museum. Und er gehört wirklich ins Museum. Früher war der Unternehmer der Zampano, der alles machte, der das Kapital auftrieb, der natürlich das Unternehmen managte, der mit den Kunden sprach, also ein rundum Alleskönner, der natürlich die Buchhaltung können musste und das Rechnungswesen und die ganzen Rechtsfragen und Marketing und mit Finanzinstitutionen sprechen und. Damit ist man heute hoffnungslos überfordert. Vor allem Frauen werden dadurch abgeschreckt und finden, oh Gott, da kommen lauter Dinge auf sie zu, trocken, Mathematik, leblos und in einer Menge, in einer Quantität, die eigentlich unmöglich ist, die ein Einzelner nicht leisten kann. Und ich glaube auch, dass wir heute bei der Vielzahl von Vorschriften und Rechtsverordnungen und den vielen Details, die man hat, man kann nicht mehr alles überblicken. Man muss mit Komponenten arbeiten. Vielleicht kommen wir da später noch dazu. Also man muss arbeitsteilig vorgehen. Man muss ein Stück weit Spezialist sein. Der Entrepreneur, der ist derjenige, der das Neue in die Welt bringt. Das ist seine Aufgabe. Genau, das ist die Idee, ne? Ja. Die Idee, dass ein bisschen mehr als Idee. Also Idee klingt so, Ideen kann man tausend haben. Ja. Also von einer Anfangsidee zu einem ausgearbeiteten Konzept ist ein langer Weg. Mhm. Das ist wie das Kind, das braucht auch 9 Monate, also das dauert. Mhm. Also von einem ersten Einfall, von einer Anfangsidee zu einem guten Konzept zu kommen, mit dem man ein Unternehmen gründen kann, das braucht Zeit. Und das ist die eigentliche Arbeit des Entrepreneurs. Ja, ist es, Sie sagen auch immer, dass Entrepreneurship ist ein bisschen wie Kunst, dass ein Entrepreneur auch wie ein Künstler. Das heißt, man braucht auch diese Leidenschaft. Also man braucht die Idee, die Leidenschaft und die Komponenten. Ja, es hat viele Ähnlichkeiten. Der Künstler und der Entrepreneur, der moderne Entrepreneur, hat viele Ähnlichkeiten. Das wird zunächst überraschen, weil man denkt, Unternehmer ist Kapital und Ellenbogen und Management. Mhm. Aber heute geht es um neue Konzepte. Heute braucht man ein gutes Konzept, um sich am Markt durchzusetzen. Mhm. Und die Analogie zum Künstler liegt darin, dass der Künstler ja auch, bis er seinen eigenen Stil findet, doch sehr viel Zeit braucht und auch einen langen Entwicklungsprozess hat, bis er herausgefunden hat, was ist sein Anliegen, was will er ausdrücken, mit welchen Mitteln will er es ausdrücken, wie kann er Resonanz auch finden von den Betrachtern. Das ist ein langer Weg. Also es reicht ja nicht, einen Einfall zu haben und zu sagen, ich male einen Baum völlig anders, sondern es ist ein langer Weg, bis ein Künstler seinen eigenen Stil gefunden hat. Heute, der Entrepreneur, also der Unternehmer modernen Typs, der braucht ja auch Zeit, bis er sein Konzept entwickelt hat, bis er etwas hat, was auch stimmig zu seiner Person ist. Auch das ist ähnlich wie beim Künstler. Ein guter Künstler schöpft ja aus seiner Person, damit er authentisch ist. Und ein guter Entrepreneur wird sich für ein Anliegen einsetzen und daraus ein Konzept machen, das zu seiner Person authentisch ist. Mhm. Das ist ganz wichtig. Mhm. Wenn es nicht stimmig zu meiner Person ist, dann bringe ich auch nicht die Energie auf, die es braucht, um ein Konzept wirklich zu durchdenken, auszuarbeiten. Auch die Rückschläge, die man hat, wenn man merkt, das hat jemand anderer schon gemacht oder es funktioniert nicht. Und neu anfangen, wieder den ganzen Weg geht. Und dann das Ding auch zum Leben bringen und so begleiten, dass es auch möglichst ein einigermaßen Erfolg wird. Das braucht eine unglaubliche Energie. Das ist ein Marathonlauf.
Und wenn dieses Anliegen nicht wirklich zu Ihrer Person passt, mit Ihrer Leidenschaft sozusagen angegangen wird, dann behaupte ich, dann wird es nichts. Dann bleiben Sie bei den ersten Krisen stecken. Und in der Tat scheitern ja 80%. Und eine Erklärung dieser 80% ist, dass es nicht um das geht, was den Menschen wirklich wichtig ist, sondern dass man irgendein Produkt mit Marketing dann in den Markt schiebt. Und das natürlich, ja, das ist nicht erfolgreiches Entrepreneurship. Okay, dann können Sie uns jetzt alles Theoretische sozusagen am Beispiel der Tee-Kampagne, das war Ihre erste ganz großer Erfolg. Und also dann erzählen, wie es ging, wie die Idee entstanden ist und dann, wie das funktioniert hat, die Komponenten und so weiter. Und natürlich auch diese ganzen Imitationen, die jetzt da sind, als Zeichen des Erfolges. Ja. Ich habe mir überlegt, was ich gründen könnte, was zu mir passt und was ich meinen Studenten dann vorführen kann. Und natürlich sollte es ein Erfolg werden. Ich bin viel in Ländern der Dritten Welt gereist und habe mich immer gefragt, als Ökonom, ja naheliegend, wie kommt es, dass man dort sehr niedrige Preise hat und bei uns so extrem hohe Preise. Also beim Tee etwa, der Tee kostet am Plantagentor ein Zehntel dessen, was hier im Laden verlangt wird. Und warum wird das mal 10? Das ist ja ungeheuerlich. Und beim Tee kommt noch dazu, man hat ja ein Fertigprodukt. Also am Tor der Teeplantage hat man ein Fertigprodukt, das man nur noch abpacken muss. Bei Kaffee, den müssen Sie rösten, den müssen Sie mahlen, den müssen Sie Vakuum verpacken, das ist alles schon viel schwieriger. Und er hält auch nicht lange. Beim Tee haben Sie ein Fertigprodukt, das 3 Jahre hält. Also habe ich mir Tee vorgenommen. Ich wollte ja nicht scheitern. Ich wollte ja etwas, was ich überschaue und was man auch als Laie machen kann. Und ich bin drauf gekommen. Also ich habe geguckt, warum wird das mal 10? Sind das die Teehändler, die ganz reich werden, weil sie hohe Aufschläge verlangen? Oder was ist der Grund für dieses mal 10? Und ich habe angefangen zu recherchieren und mein Ergebnis war, es sind 2 Sachen. Der Tee folgt immer noch dem Prinzip, wie es im britischen Kolonialhandel funktioniert hat. Nämlich, es gibt eine Teeplantage, dann geht der Tee zur Teeauktion, dann gibt es Teetester, dann kauft man den Tee, dann gibt es einen Exporteur, der ihn verschickt, dann gibt es einen Importeur, einen Großhändler und dann gibt es den Einzelhändler und dann kommt der Kunde. Und jede dieser Stufen, rein ins Lager, raus aus dem Lager, ein bisschen das ganze Verwaltungsthema kostet Geld und ein bisschen Gewinn muss auch übrig bleiben. Also durch diese vielen Zwischenhändler verteuert sich der Tee enorm. Und der zweite Grund, den ich herausgefunden habe, war, Tee wird in kleinen Packungen verkauft, 100 Gramm. Und das macht natürlich viel Tüten und Vorderetikett, Rücketikett, Verschlussetikett. Und irgendwann, ich war Kaffeetrinker zu der Zeit, also ich war kein Experte von Tee, auch wichtig, man muss am Anfang nicht Experte sein, man wird im Laufe der Zeit Experte, aber am Anfang muss es nicht sein. Ich war Kaffeetrinker und ich habe eines Morgens meine Tüte in die Hand genommen und gedacht, hoppla, es sind 500 Gramm. Kaffee hält nicht lange, Kaffee hält 3 Monate, wenn Sie die Tüte aufgemacht haben, wissen wir alle. Hält nicht lange. Aber beim Kaffee ist die Standardabpackung 500 Gramm. Tee hält sehr lange, 3 Jahre eher länger. Warum ist Tee in kleinen Packungen, Kaffee in großen? Ist Unsinn, ist Nonsens, ist eine blanke Konvention. Das hat sich so ergeben, es macht aber keinen Sinn. Wenn man Kaffee in 500 Gramm Packungen verkaufen kann, dann müsste man Tee mindestens in Kilogramm Packungen verkaufen. Also habe ich gesagt, Kilogramm Packungen. Und nicht... Ja, und wie kann ich an den Zwischenhändlern vorbei? Na, wenn ich das mache, was alle Teeläden machen, nämlich ganz viele Sorten haben, dann kann ich von jeder Sorte immer nur eine kleine Menge kaufen und dann kann ich nicht weiter als bis zum Großhändler. Dann muss ich beim Großhändler kaufen und der Großhändler kauft beim Importeur. Also diese Kette, Exporteur, Importeur, Großhändler, Einzelhändler, kommt, weil wir so viele Sorten haben. Also... Und jetzt ein Bruch mit der Konvention, weil ein guter Teeladen, wird immer gesagt, hat große Auswahl. Aber wenn ich große Auswahl habe, habe ich auch hohe Preise wegen dieser vielen Zwischenhändler. Also lieber nur eine einzige Sorte Tee und dadurch aber die Einkaufsmengen so groß machen,
dass ich mit einer großen Einkaufsmenge am ganzen Zwischenhandel vorbeigehen kann und bei der Plantage ernst genommen werde und die mich beliefern. Und das Transportproblem, im Grunde genommen kann man ja sagen, von außen aus betrachtet, ist es einfach nur ein Transportproblem. Der Tee ist am Tor der Plantage und jetzt muss er zu mir, der ich den Tee verkaufen will, ohne die Zwischenhändler. Und das geht. Da gibt es Hapag-Lloyd, da gibt es große Transportfirmen und ich habe gelernt durch meine Recherche, ich kann die beschäftigen, also es ist eine Komponente, nenne ich das, die Transportkomponente in diesem Fall, und die übernimmt die gesamte Transportabwicklung. Da ist ja viel an Papieren und Zoll und Einfuhrvorschriften und also sie müssen ja den Tee zum Hafen bringen und dann auf die richtigen Container und dann in Hamburg durch den Zoll und die ganzen Einfuhrbestimmungen. Das macht diese Transportkomponente. Hapag-Lloyd, habe ich gelernt, ich muss zwei Adressen angeben. Die Adresse, wo der Tee abgeholt wird und die Adresse, wo er angeliefert wird. Alles andere macht die Transportkomponente. Und ich sagte, oh Gott, das sind doch so viel Papier und so viele Vorschriften und so viele Probleme, dass der Container sauber ist und dass man das überhaupt rechtzeitig buchen kann und dass es rechtzeitig ankommt. Und dann sind ja ganz viele Probleme. Also wenn man das genau sieht, ganz viel Bürokratie. Und die sagten, das ist unsere Sache. Dafür sind wir Transport-Professionals, dass wir das für sie erledigen. Und ich sagte, das muss ja furchtbar teuer sein, was sie da alles machen. Und die sagten, ja, also 1% vom Warenwert. 1% vom Warenwert, das ist ja nichts. Das ist ja, wenn sich der Preis verzehnfacht, also nehmen wir von 100 auf 1000, dann bin ich jetzt bei 101. Mhm. Und ich habe das meiste schon erledigt. Und ich kann mich ja auf diese professionelle Transportkomponente verlassen. Die haben gesagt, Herr Faltin, machen Sie keine Gedanken, das ist unser Geschäft, dafür bezahlen Sie uns. Mit diesem 1%. Also sieht man schon, sobald man selber dran geht, bin ich nicht von 100 auf 1000, sondern erstmal von 100 auf 101. Und dann gibt es noch das Thema Versicherung, das ist so ähnlich. Klar, sollte man versichern lassen, also mit Versicherung sprechen. Und die sagten 0,5% vom Warenwert. Jetzt bin ich schon bei 101,5, aber nicht bei 1000. Also ich kam aus dem Staunen immer weniger heraus. Also es liegt daran, sobald ich die Zwischenhändler ausschalte, habe ich ganz andere Kosten, nämlich sehr viel geringere Kosten, als wenn ich das immer über die ganzen Zwischenhändler kaufe. Ja. Und das Gleiche beim Abpacken. Wenn ich statt 100 Gramm eine Kilogramm-Tüte nehme, spare ich 9 Vorderetiketten, 9 Rücketiketten, 9 Verschlussetiketten, 9-mal das Handling. Brauchen Sie nicht BWL studieren, um sofort zu verstehen, das ist viel preiswerter. Also ich habe an zwei Stellen erheblich Kosten gespart. Und deswegen, als ich mir das so ausgedacht habe, wurde mir immer klarer, ich kann viel preiswerter Tee anbieten als alle anderen, weil ich viel weniger Kosten habe. Und dadurch, dass ich viel weniger Kosten habe, kann ich auch zusehen, dass ich einen Tee kaufe, möglichst ohne Chemierückstände. Das war ein Thema in den 80er Jahren bis heute noch, dass wir viel zu viel Chemie in Lebensmitteln haben. Also ich kann darauf achten, dass es ein Tee ist mit wenig Chemierückständen, Pestizidrückständen. Wir haben dann immer erst den Tee, bevor wir ihn gekauft haben, in ein Labor gegeben, um festzustellen, hat er hohe Chemierückstände oder nicht. Und das ist auch ein bisschen teuer, aber das konnten wir gut machen, weil wir an anderer Stelle durch das Umgehen des Zwischenhandels sehr sparten. Und das Gleiche mit Fairtrade. Wir waren von Anfang an Fairtrade. Wir waren eine der Pioniere des Fairtrade, weil wir an anderer Stelle so viel sparten, dass wir ohne weiteres für den Tee mehr bezahlen konnten als alle anderen. Immer wenn wir in Kalkutta auftauchten, gab es eine lange Schlange, weil alle den Tee an uns verkaufen wollten. Also Sie sehen, auch wenn man nicht Experte ist, aber sorgfältig recherchiert und mit ein bisschen Ideen dran geht, warum muss das durch so viele Zwischenhändler laufen, wenn ich lieber mich beschränke und so eine so hohe Einkaufsmenge dann nehmen kann, weil ich eben nur eine Sorte Tee habe, dass ich am gesamten Zwischenhandel vorbei kann. Also das war die Grundidee. Und dann kam die Sache mit der Kampagne, dass sie das so dadurch finanziert habe, dass die Leute... Ja. Genau. Also Kampagne heißt, ich habe ja da eine Menge Tee und ich muss zusehen, dass ich den Tee verkaufe. Ich muss ja eine hohe Rechnung bezahlen für den Tee selber.
Und jetzt das Traditionelle wäre, dass man so einen Tee in einem Teegeschäft verkauft über lange Zeit und dann bräuchte man Kapital, um diese Rechnung des Tees zu bezahlen. Genau. Und so habe ich gesagt, schnell verkaufen, schnell abverkaufen. Man hat, wenn man international handelt, hat man 60 Tage Zahlungsziel. Also wir hatten damals 60 Tage Zeit, um die Teerechnung zu bezahlen. Und das Schiff läuft ungefähr einen Monat. Und dann hat man einen Monat Zeit, um schon Geld in die Kasse zu bekommen, bevor man eigentlich den Tee bezahlen muss. Und das war das entscheidende Prinzip. Und wir haben den Tee sehr preiswert gemacht. Wir waren sage und schreibe nur ein Drittel so teuer wie die Konkurrenz. Ein Drittel. Und das war natürlich ein Skandal, das war eine Sensation. Und dadurch wurden die Leute auf uns aufmerksam und das braucht man ja auch. Man kann ja nicht irgendwo unerkannt in der Ecke stehen. Und durch diesen extravagant niedrigen Preis haben wir den Tee ganz schnell verkauft. Mhm. Da habe ich mit meinen Studenten damals aus dem Privatauto heraus, also ich weiß noch, beim ersten Mal, wir waren ganz rasch ausverkauft. Es hat sich sofort herumgesprochen. Da gibt es einen berühmten, tollen Tee für ein Drittel des normalen Preises, plus Fair Trade, die wir außerdem noch damit finanzierten, aber ein Drittel des Preises. Ja, wenn man das jetzt, also das Thema Entrepreneurship so sich jetzt annimmt oder Gründungen, wie gehen Sie dann vor am besten? Also wir haben jetzt ein praktisches Beispiel gehabt, was toll funktioniert, immer noch. Und ansonsten haben wir wirklich so viele weitere Ideen und Ideenkinder, die Sie geholfen haben, auf die Welt zu kommen. Aber wenn jetzt man so was selber machen wollte, wie würden Sie vorgehen? Ich würde sagen, herausfinden, was ist Ihnen aufgefallen, also mit offenen Augen herumlaufen und herausfinden, was fällt mir auf, sind Dinge zu teuer, sind Dinge schlecht, was kritisiere ich an der Ökonomie, was gefällt mir nicht, wo finde ich, dass die großen Konzerne uns verdummen zum Beispiel. Also ich würde mir etwas suchen, wo ich ein Anliegen habe, also go for a cause, was bewegt mich, wo möchte ich etwas besser machen. Nicht sagen, was gibt es noch nicht. Die meisten sagen, was gibt es noch nicht. Schrecklich, schrecklich, kann ich nur warnen. Da kommen sie auf nichts, da haben sie das Gefühl, es gibt schon alles. Sondern wo haben wir zu Recht Kritik an Ökonomie? Und nicht sagen, das geht nicht, sondern sagen, doch, das können wir besser. Ich werde manchmal gefragt, haben Sie Kinder? Sage ich, ja, ungefähr ein Dutzend. Ideenkinder, weil es Spaß macht. Wenn man sieht, dass es funktioniert, will man auch mehr Ideenkinder in die Welt setzen. Ich habe eine ganze Reihe von ehemaligen Studenten und aus meinem Umfeld, die Serial Entrepreneurs sind, also die mehrere Unternehmen gegründet haben, weil sie gesehen haben, jetzt verstehe ich, wie es geht und jetzt kann ich es auch öfter. Ja, und wir stehen jetzt hier auch direkt, wo das Labor für Entrepreneurship stattfindet, in diesem Format. Was ist die Wirkung von Labor für Entrepreneurship? Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ja, ich denke, die Hauptsache ist, eine Anfangsidee zu einem Konzept zu entwickeln, zu einem Konzept durchzudenken, auszuarbeiten. Und das ist der Kern des Labors, nicht Buchhaltung, Bilanz, Kapital beschaffen, so etwas, sondern das Konzept. Für mich steht das Konzept im Mittelpunkt. Wir haben keinen Engpass an Kapital. Wir haben viel anlagebereites Kapital, das sofort gerne anlegen würde, wenn ein gutes Konzept vorliegt. Der Engpass sind Konzepte. Und ich weiß, dass das meine Meinung ist und die anderen es anders sehen. Ich würde sofort, wenn jemand mit einer guten Idee kommt, würde ich sofort investieren. Es kommen leider Leute mit schlechten Ideen, mit grausam schlechten Ideen, aber wahnsinnig eingebildet. Deutschland überziehen mit einer neuen Art von Fitnesssendern. Man braucht meistens Männer. Ich bin grandios. Also ich habe ein ganz neues Konzept und ich brauche 50 Millionen. Und ich sage, warum fangen Sie nicht mal mit einem an und probieren aus, ob es überhaupt funktioniert. Nein, also das ist zu klein und so. Das ist nicht männlich genug. Es sind ja meistens 90% Männer, dieses ganz Großartige.
Und dieses Grandiose, das schmeißt auch meistens mit großen Kapitalmengen um sich oder hätte gerne, dass es jemanden anzieht. So. Also die Qualität der Idee, die Qualität der Idee, das ist der Engpass. Und ja, deswegen habe ich dieses Labor, was Ideen ausarbeitet, was von der Anfangsidee zu einem Konzept ist. Wie ich eingangs gesagt habe, ähnlich wie ein Künstler, der seinen eigenen Stil herausfinden will und entwickeln muss. Das dauert. Das ist ja die eigentliche Arbeit, die bewältigt werden muss. Sie inspirieren auch so viele Leute auch mit Ihren Büchern. Also ich habe mehrere Male gehört von Leuten, die dann Ihr Buch Kopfschlag Kapital gelesen haben und geschrien haben, also in den Keller erstmal gegangen sind und geschrien haben vor Freude, weil sie wirklich das Gefühl haben, der Mann weiß und was Sache ist und ich habe es verstanden, ich will dieses Kind in die Welt setzen. Ja. Also ich glaube, es ist so... Es werden so Klischees gehandelt. Wie ist es, wenn man Unternehmer ist? Man braucht viel Kapital, man braucht Ellenbogen, alle diese Klischees. Und wenn dann einer mal sagt, es ist totaler Quatsch, lachen Sie darüber und jetzt sage ich Ihnen mal, wie es wirklich geht und wie ich es selber gemacht habe, dann schreien die laut, weil sie sagen, es ist Wahnsinn, aber es stimmt ja, er hat ja recht. Und dieses Anderssein als diese Konvention, deswegen... Den Begriff Unternehmer ab ins Museum. Heute ist nicht mehr Kapital angefragt und auch nicht Management. Es gibt Zehntausende von Absolventen, Masters of Business Administration, holen Sie sich ein. Managen Sie nicht selber. Sie gehen im Tagesgeschäft unter. Also wenn man sein Unternehmen auch noch managen will, ist zu viel. Führen ja, den Horizont im Auge haben. Immer das eigene Geschäftsmodell verbessern, das ja. Aber das Tagesgeschäft managen, das macht sie verrückt und überlastet sie und dann sind sie ein schlechter Entrepreneur. Sie machen auch Sensation mit dieser Idee, mit Komponenten zu gründen. Ja. Wollen wir jetzt ein bisschen darüber reden? Wollen Sie uns etwas erklären, wie das geht? Das finde ich den Kern, um die Angst zu nehmen, dass man durch ein eigenes Unternehmen überwältigt wird, dass man einfach totgeschlagen wird von der Menge an Arbeit. Was ja auch draußen so gesagt wird, wenn Sie Unternehmer sind, dann müssen Sie 12, 14 Stunden arbeiten und keine Ferien mehr. Und als Frau schlagen Sie aus dem Kopf mit Familie, das wird schwierig. Das sind alles Klischees, die ins Museum gehören. Wir können heute völlig anders gründen. Und Gründen mit Komponenten ist ein wichtiger Teil davon. Gründen mit Komponenten. Im Grunde genommen ist die Idee, dass man das hohe Maß an Arbeitsteilung, das wir ja in unserer Gesellschaft und in unserer Wirtschaft haben, dass man dieses Maß an Arbeitsteilung nutzt und nicht die Unternehmerfigur sieht als jemanden, der alles macht, was in einem Unternehmen passiert oder alles überblicken muss oder alles managen muss, was in einem Unternehmen passiert, sondern ein doch eigentlich selbstverständliches Prinzip von Arbeitsteilung ansetzt. Und jetzt gucken wir uns das mal näher an. Ich sage immer, der Entrepreneur ist im Grunde genommen ein Komponist, also das, was in der Musik Komponist heißt, nämlich er hat vieles schon zur Verfügung. Er hat die Noten zur Verfügung. Es gibt Orchester, die der Komponist nicht neu zusammenstellen muss. Es gibt Orchesterinstrumente. Es gibt Konzertsäle. Es gibt Leute, die die Konzertsäle bewirtschaften, die die Tickets verkaufen und so weiter. Also der Komponist ist derjenige, von dem man erwartet, dass er aus den vorhandenen Teilen, etwa die Noten, Orchester, Orchesterinstrumente, etwas Neues zusammenstellt. Er muss nicht ein Orchesterinstrument spielen. Es ist gut, wenn er das kann, aber er muss es nicht. Von ihm wird erwartet, dass er etwas Neues in die Welt setzt, eine Innovation. Und Entrepreneurship nach Schumpeter heißt Innovation. Nicht selber erfinden, nicht alles selber aufbauen, sondern das, was vorhanden ist, nutzen und zu einer neuen Kombination. Auch da Schumpeter, er hat von neu kombinieren gesprochen. Neu zusammensetzen. Also der Komponist in diesem Fall ist mein Assistent Raphael Kugel. Er wollte nicht an der Universität bleiben, ich habe ihn da auch unterstützt, lieber ein eigenes Unternehmen gründen. Und die Idee war, und da haben wir ein bisschen recherchiert,
Fruchtsäfte sind zusammengesetzt aus Konzentrat und ja, das, der Fruchtsafthersteller mischt das mit Wasser und packt das ab und verkauft das dann. Und die Idee war, kann man das nicht machen, ohne alles selber aufzubauen? Also man bräuchte ja normalerweise jetzt etwas, wo etwa bei Apfelsaft die Äpfel gepresst werden, dann packt man ab in einen Container und dann wird der Container in den Laden gestellt und dann gibt es Buchhaltung und Logistik und so weiter. Und jetzt kann man an diesem Beispiel zeigen, wie man ein ganzes Unternehmen aufbaut, nur aus Komponenten. Und das gucken wir uns jetzt genauer an. Da ist als erstes, man muss die Äpfel pressen. Muss man das selber machen? Warum? Es gibt Einrichtungen, die das schon tun. Warum nicht so eine Einrichtung beauftragen, diese Äpfel zu pressen und daraus Apfelkonzentrat, also Saftkonzentrat zu machen? So, damit hat man über eine Komponente, nicht selber, sondern über eine Komponente das Konzentrat. Und jetzt muss man das abfüllen. Da muss man sich eine Verpackung ausdenken, die muss man nicht neu erfinden. Und eine gute Verpackung ist dieses Bag-in-Box, 3 Liter, lange haltbar. Diese Verpackung hat eine Reihe von Vorteilen. Und jetzt muss man abfüllen das Konzentrat in diese Verpackung. Und muss man das selber machen? Da müsste man erstmal eine Einrichtung aufbauen und keimfrei abfüllen. Schwierig, wüsste ich nicht, wie das geht. Raphael auch nicht. Also haben wir jemanden beauftragt, das zu machen. Sind wir beim Abfüllen. Hier sehen wir schon, jetzt gibt es ja jetzt gibt es ein Büro eigentlich, müsste man haben, dass das auch erledigt. Warum braucht man ein eigenes Büro? Kann man das nicht auch als Komponente sich holen? Das kann man. Das ist ein Student von uns, E-Büro, sehr groß geworden, auch in Italien übrigens tätig. Ungefähr 500 Angestellte, also ein richtig großer Erfolg, auch ein Ideenkind. Und also kein eigenes Büro, sondern jemand, der einem das Büro zur Verfügung stellt, professionell. Viel preiswerter als ein eigenes Büro aufzubauen. Verstehen, Sekretärin auszuwählen, Sekretärin zu bezahlen, ein Büro anzumieten, die Büroausstattung zu bezahlen, bräuchte man viel Geld und viel Know-how, hatten wir nicht, also nehmen wir einen Büroservice, Secretarial Services von eBüro. Dann geht es weiter, wer macht die Buchhaltung? Muss man nicht selber machen. Buchhaltung ist heute schwierig. Für eine GmbH ist eine Buchhaltung überhaupt nicht einfach. Also haben wir eine Komponente, die uns die Buchhaltung macht. Und jetzt fehlt noch eine Komponente, nämlich die Logistik. Auch die muss man nicht selber machen. Es gibt Logistikunternehmen, die einem das Verpacken, Versenden, Kontrolle des Versendens, irgendwelche Rückläufe übernimmt. So, jetzt haben wir hier ein Unternehmen, das bietet Fruchtsaftkonzentrat an und sagt, werden Sie selber Abfüller, mischen Sie das Konzentrat zu Hause mit Leitungswasser, ist viel preiswerter als der Fruchtsaft, den Sie sonst kaufen. Es ist ökologisch viel interessanter, weil viel weniger Abfall anfällt und ist natürlich preiswerter als draußen. Und die ganze Company ist aus Komponenten zusammengestellt. Und wenn Sie den Raphael Kugel fragen, wie lange arbeitet er am Tag, dann wird er sagen, doch schon eine halbe Stunde, eine Stunde. Koordination dieser Komponenten, aber nichts 12, 14 Stunden. Er hat Kinder, er baut ein Haus aus, also es frisst ihn nicht auf. Und Sie sehen, das ist natürlich ein angenehmes Arbeiten, wenn man Komponenten hat. Und eines ist wichtig bei den Komponenten, und das gucken wir uns jetzt auf dem nächsten Slide an. Komponenten müssen zusammenpassen, sonst entsteht großes Chaos. Und damit Komponenten zusammenpassen und gut zusammenwirken, brauchen Sie professionelle Komponenten. Am Beispiel der Buchhaltung etwa. Sie müssen Schnittstellen haben zur Lagerhaltung. Sie müssen Schnittstellen haben zur Bilanz. Sie müssen Schnittstellen haben zum Steuerberater. Also müssen diese Komponenten sehr genau zusammenpassen. Da habe ich ein Bild dazu. Das sieht man an den Zahnrädern. Die Zahnräder müssen genau passen. Wenn die nicht passen, macht es einmal Crunch und dann läuft nichts mehr. Also
Ganz wichtig beim Thema Komponenten, Sie brauchen professionelle Komponenten, die von sich aus sagen, wie sind die Schnittstellen zur Buchhaltung, wie sind die Schnittstellen zur Lagerhaltung, sodass Sie sich darauf verlassen können, dass das auch richtig gehandhabt wird. Also professionelle Komponenten. Da kommt häufig ein Argument, das heißt, Professionalität ist doch teuer. Es stimmt, professionelle Leute verlangen ihren Preis, sind teuer. Aber probieren Sie es mal mit Unprofessionalität. Da werden Sie die Erfahrung machen, ist noch viel teurer. Also leisten Sie sich professionelle Komponenten. Wenn Sie sich die nicht leisten können, sage ich Ihnen ganz klar, gründen Sie nicht. Ihr Konzept ist nicht reif. Ihr Konzept erarbeitet nicht den Überschuss, den Sie brauchen. Und Sie brauchen den Überschuss unter anderem, um professionelle Komponenten zu finanzieren. Professionalität, das ist das Geheimnis von Komponenten. Aber wenn wir das verstanden haben mit den Komponenten, dann können wir sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich kann ein Gebilde mir bauen aus Komponenten, das einzigartig ist, das es so noch nicht gab. Also ich kann Innovation auch hervorbringen, indem ich Komponenten neu zusammensetze. Das soll dieses Bild zeigen. Also die Innovation muss nicht sein, indem ich als genialer Einstein eine ganz große Idee entwickle, wovon die meisten träumen und warten, dass die große Idee kommt, dass der geniale Einfall kommt. Sehr viel einfacher ist es. Sie sind sehr viel eher auf einer sicheren Linie. Sie sind mehr also realistisch, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie vorhandene Komponenten nehmen, aber die neu kombinieren. Also da sind wir wieder beim Komponisten. Die Noten sind da, die Orchesterspieler sind da, die Konzertsäle sind da, aber nutzen Sie die vorhandenen Komponenten, um daraus etwas Neues zu machen. Das soll dieses Bild zeigen. Und da ist Fantasie gefragt, da ist Neugier gefragt, da ist Experiment gefragt, ausprobieren, da ist Gespräch mit anderen gefragt, da ist Recherche gefragt. Das ist nicht einfach. Ein solches Gebilde zusammenzustellen, ist nicht einfach, das dauert, da sind wir wieder beim Ideenkind, das dauert Zeit, aber es ist ein realistischer Ansatz und es ist ein sehr vielversprechender Ansatz. Das ist es, was ich versuche, meinen Studenten zu erklären. Das fasst nochmal zusammen, was die Vorteile sind. Sie brauchen natürlich viel weniger Kapital, ist ja klar, Sie müssen das alles nicht selber aufbauen und finanzieren, was Ihnen die Komponente zur Verfügung stellt. Sie sind auch viel schneller, weil das eigene Aufbauen im eigenen Unternehmen braucht ja Zeit und Sie müssen immer das Kapital heranholen. Und Sie sind professioneller, als wenn Sie selber machen oder mit eigenen ausgesuchten Mitarbeitern machen. Die Komponenten sind professioneller. Und das eigentlich Entscheidende, Sie bleiben auf dem richtigen Fokus. Sie haben das Konzept im Auge und nicht die einzelnen Teile Ihres Unternehmens. Sie sind als Entrepreneur zuständig für das Konzept. Das Ideenkind muss überlebensfähig sein. Die anderen Sachen können Sie arbeitszeitig lösen und müssen Sie heute arbeitszeitig lösen. Sonst werden Sie verrückt, sonst werden Sie aufgefressen von dem Alltag Ihres Unternehmens. Also nehmen Sie den Vorteil der Komponenten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn Sie ein modernes Unternehmen führen wollen und wenn Sie Entrepreneur sein wollen, ohne kaputtgeschlagen zu werden von all den Anforderungen, die angeblich eine Unternehmensgründung mit sich bringt. Angeblich. Ich glaube, es geht moderner, besser mit Arbeitsteilung, mit Komponenten. Das, was ich noch fragen wollte, wenn wir jetzt an diesem Punkt sind, dann möchte natürlich viele wissen, wann weiß ich, dass die Idee reif ist? Also ich sage es mal drastisch, Sie merken es in Ihrem Hintern, Sie können nicht mehr ruhig sitzen. Wenn eine Idee reif ist, das auch wie mit dem Baby, das kommt dann irgendwie heraus. Sie merken es, weil Sie sagen, mein Gott, jetzt habe ich etwas, das kann eigentlich nicht mehr schief gehen. Ich habe es ausgedacht, ich habe Alleinstellungsmerkmale, ich bin besser als die Leute draußen, ich habe professionelle Komponenten, es kann fast nichts mehr schief gehen, jetzt muss ich es auch machen. Und ich sage meinen Studenten, wartet zu lange. Wenn ihr noch Zweifel habt, geht den Zweifel nach. Nicht trödeln, aber solange ihr dieses Gefühl nicht habt, jetzt muss es sein, arbeitet weiter am Konzept, macht es besser. Ein Künstler wird auch besser, wenn er länger experimentiert, wenn er mehr ausprobiert, wenn er manchmal neue Anläufe macht. Ja. Und eines vielleicht wichtig, man läuft natürlich auch bei solchen
Vorgehen durch Krisen, dass man denkt, das Konzept ist doch nicht so gut oder plötzlich hört man jemand an, der hat es angeblich schon gemacht. Oder man hat natürlich einen Chor von Negativstimmen, jedenfalls in Deutschland, und das wird in Ihrem Land nicht anders sein. Ein Chor von Stimmen, die sagen, mach das nicht, such dir lieber einen bezahlten Job, werd Angestellter, werd Beamter. Aber dieses Unternehmerische, das ist ja unglaublich anspruchsvoll und unglaublich arbeitsam. Das stimmt nicht. Also hören Sie nicht so sehr darauf. Gucken Sie, dass Ihr Konzept stimmig ist und dass Ihr Konzept ausgearbeitet ist. Das ist wichtig. Aber diese Negativstimmen, lassen Sie sich über sich ergehen. Man kann ihnen oft nicht ausweichen. Aber suchen Sie Gesprächspartner, die selber auch ein Ideenkind in die Welt setzen wollen. Von denen, von solchen Gesprächspartnern, von solchen Sparringspartnern haben Sie sehr viel mehr. Ja, ja. Noch etwas. Man hört immer von Entrepreneurship auch in Zusammenhang mit Social. Das heißt, die Idee, dass man mit Social Entrepreneurship auch soziale, gesellschaftliche Probleme lösen kann. Kann man dabei auch wirtschaftlich bleiben? Was sagen Sie dazu? Also ich glaube, jeder Entrepreneur, nennen wir den normalen Entrepreneur, den Business Entrepreneur, jeder Entrepreneur ist gut beraten, wenn er ein Stück weit Idealismus auch mit einbringt. Er ist einfach sympathischer und das ist ein wichtiger Punkt, sympathisch zu sein in den Medien gegenüber den Kunden. Also wenn ich nicht nur an mein eigenes Ego denke und nicht nur an meinen eigenen Gewinn, sondern auch ein Stück weit etwas verbessern will, etwas tun will für die Gesellschaft, für meinen Kunden, dann habe ich natürlich mehr Erfolg. Und in Deutschland gab es ja einen Kampf zwischen zwei Drogerieketten. Schlecker auf der einen Seite, Anton Schlecker, und Götz Werner auf der anderen. Der eine so Kapitalist alten Typs, Ellenbogen, Gewerkschaften versuchen klein zu halten und seine Leute schlecht bezahlt, jedenfalls wurde das so gesagt. Und der andere, Anthroposoph, hat eine Philosophie, wie man mit seinen Mitarbeitern umgeht, gibt sich sehr sympathisch. Ich glaube auch, er ist ein moderner Entrepreneur und arbeitet mit Ideen statt mit Ellenbogen. Und er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Es ist nicht so, dass wer sich ein bisschen sozialer gibt, automatisch vom Markt ausscheidet. Marx hat das gesagt. Marx ist falsch. Also wer ein Stück sozialer ist, glaube ich, ist heute sogar erfolgreicher als derjenige, der nur knallhart versucht, überall die Kosten niedrig zu halten und sich nichts, keine sozialen Facetten leistet. Ich glaube, dass die Menschen heute nachfragen, wo sind Dinge hergestellt, ob in der Landwirtschaft oder in Bangladesch, und dass sie also gucken, ist das Produkt auch ein Stück weit akzeptabel, ist es sympathisch. Ja. Also dieser Teil. Und das, wenn Sie so wollen, ist ja ein Stück Social Entrepreneurship. Also ich sage den Business Entrepreneurs, macht auch ein Stück Social Entrepreneurship. Und den Social Entrepreneurs, das war ja Ihre Frage, sage ich auch, guckt mal zu, dass ihr ein Stück weit auch Ökonomie macht und nicht nur auf Spenden hofft oder euch von Sponsoren finanzieren lässt, sondern seht zu, dass euer Social Entrepreneurship nicht nur verschenkt wird, sondern auch ein Stück weit Einnahmen hat. Das macht euch sehr viel glaubwürdiger. Das macht euch das Leben auch leichter, als wenn ihr immer nur bei den Sponsoren betteln müsst. Also am besten eine Kombination von Business Entrepreneurship und Social Entrepreneurship. Also beide können voneinander lernen, und egal ob Social oder Business Entrepreneurship, beide sollten beide Teile auch ein Stück weit haben. Wahrscheinlich stimmt das auch für umweltfreundliche Themen, beziehungsweise keine Minors, keine Kinder bei der Arbeit. Das kann man auch als Marketing, als Label heutzutage, da sind vielleicht die Leute, ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrung ist. Ja, das wird sogar erwartet. Das wird erwartet und natürlich. Und der Konsum und die ganze Verbraucheraufklärung geht genau in so eine Richtung, bei Kleidung aufzupassen, wo sie herkommt, ob der Preis der Kleidung, der niedrige Preis zustande kommt, weil man einfach alles in die Abwässer schüttet oder Kinder ausbeutet oder so etwas. Das will kein Mensch. Mit so einem Gefühl will auch niemand herumlaufen. Also man tut gut daran, diese Trends zu berücksichtigen und vielleicht noch ein Stück auch weiterzugehen und zu sagen Fair Trade und natürlich ökologisch
korrekt arbeiten und vielleicht sogar so arbeiten, dass man ein Stück mehr macht. Sehen Sie, wir finanzieren aus der Teekampagne ein großes Wiederaufforstungsprojekt. Über 2 Millionen Bäume gepflanzt in Kooperation mit dem WWF. Die machen die Organisation vor Ort, aber wir finanzieren alles. Und das machen wir gerne, das können wir uns leisten. Und das macht uns sicher auch ein Stück sympathisch. Also es hilft uns bestimmt auch ein Stück dabei, uns am Markt zu behaupten, obwohl wir dieses Argument nicht hinaus posaunen. Das machen wir eher im Stillen. Die meisten Kunden haben davon kaum gehört. Aber das gehört einfach auch dazu, dass man ein Stück weit sich in der Gesellschaft engagiert und die Probleme aufgreift, die die Gesellschaft hat, die die Ökonomie alter Schule aufgeworfen hat, die die Unternehmer alter Schule aufgeworfen haben, dass wir als modernes Entrepreneurship ein Stück weit versuchen, Probleme abzubauen, Probleme zu lösen und nicht Probleme zu verschärfen, indem wir rücksichtslos mit Umwelt umgehen, indem wir sozial rücksichtslos sind. Das heißt, nachhaltig wirtschaftet bedeutet nicht nur an das Wachstum des Unternehmens zu denken, sondern auch darum, dass die Welt einfach so, dass wir die Welt so hinterlassen, wie wir die gefunden haben. Ja. Also Wachstum ist nicht unbedingt das ausschlaggebende Element. Wir bei der Teekampagne hätten natürlich sehr viel schneller wachsen können, wenn wir noch andere Teesorten dazugenommen hätten. Wir haben uns bis heute immerhin 30 Jahre lang auf eine Teesorte beschränkt. Ich wollte ein Modell sein, ich wollte auch zeigen, man muss nicht immer in quantitatives Wachstum. Man kann das Unternehmen auch dadurch leiten, dass man es verbessert, dass man sein Geschäftsmodell kontinuierlich noch besser durchdenkt, noch besser ausformuliert. Kleine, wichtige Ergänzungen dazu führt. Und da sind wir jetzt bei der intelligenten Ökonomie. Das ist das Thema Ihres letzten Werkes, was auch auf Italienisch vorliegt. Wollen Sie was darüber sagen? Was ist dann die intelligente Ökonomie? Wir brauchen eine Ökonomie, die zukunftsfähig ist. Ein begrenzter Planet kann nicht immer weiter ausgebeutet werden. Er kann nicht das Wachstum ins Unendliche führen. Wir brauchen Ökologie in den Unternehmen, wir brauchen ein Bewusstsein, dass wir die Probleme nicht verschärfen dürfen, sondern abbauen. Wir haben auch im sozialen Bereich Sprengstoff. Wir haben ja eine extrem ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung, die in den letzten Jahren noch viel ungleicher geworden ist. Der Traum war ja immer, dass wir eine Ökonomie bekommen, die allmählich die Unterschiede verringert. Aber wir haben stattdessen eine Ökonomie seit ungefähr 20 Jahren, die Unterschiede immer noch vergrößert. Wir tun gut daran, mit unseren Ideenkindern zu versuchen, die Probleme anzugehen, abzubauen, statt sie weiter zu verschärfen. Ja, wir haben viele interessante Dinge von Ihnen gehört. Welche Inhalte möchten Sie unseren Usern jetzt mitgeben? Welche und natürlich angehende Gründer unter den Usern? Also vergessen Sie, was Ihnen bisher über Unternehmertum gesagt wurde. Das gehört wirklich ins Museum. Nehmen Sie die Chancen wahr, die das hat. Es reicht, wenn Sie mit offenen Augen durch die Welt gehen. Eigentlich will jeder etwas unternehmen, eine Bergtour, etwas. Also dieses etwas Unternehmen ist ja positiv besetzt. Und ein Unternehmen, also das große U, ist nicht viel anders. Wenn Sie mit Komponenten arbeiten, bleibt es eigentlich bei dem etwas Unternehmen. Das große Unternehmen, die Buchhaltung und die ganze Verschriftlichung, die da notwendig ist und die ganzen Vorschriften und die Steuererklärung und so, das sind Dinge, die Sie abgehen können. Also genießen Sie Entrepreneurship, dass Sie ein Ideenkind in die Welt setzen können, dass Sie die Welt ein Stück weit besser machen können, aber auch natürlich die Chance, dass Sie mit einem Unternehmen materiell sehr viel besser gestellt sind als Angestellter oder Beamter. Das muss man auch dazu sagen. Wenn es Ihnen gelingt, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, sind Sie materiell, spielen Sie in einer ganz anderen Liga. Und das ist doch eine schöne Kombination, zu sagen, ich tue etwas Wertvolles, ich setze ein Kind in die Welt, das die Welt ein Stück schöner und besser macht und ich werde materiell dafür belohnt. Das ist das Einzigartige am Entrepreneurship, wo ich glaube, wenn das erst verstanden wird, wenn man diese alten Bilder des Zampano, des Alleskönners und der Mischung aus antikem Feldherrn, Showmaster und genialem
was da alles ist. Sehr männliche Vorstellung. Wir brauchen auch viel mehr Frauen, weil andere Ideen reinkommen, weil andere Sichtweisen dadurch reinkommen. Also wenn wir das schaffen, dann haben wir eine Zukunft, die das Unternehmerische, die Wirtschaft sehr viel sympathischer und natürlich überlebensfähiger macht, als wir es momentan vorfinden. Ja, sehr spannend. Ich hoffe auch. Was haben Sie jetzt für Pläne? Wofür möchten Sie Ihre Energie in der Zukunft einsetzen? Ich würde gerne noch mehr Kinder in die Welt setzen, aber ich würde gerne auch mehr Menschen verdeutlichen, dass das Thema Entrepreneurship eigentlich jedem zugänglich ist. Das war es früher nicht. Aber durch die Arbeitsteilung, durch Komponenten, auch weil heute Internet und Dinge möglich sind, die früher gar nicht so greifbar waren. Also heute kann eigentlich jeder Entrepreneur werden und das hat sich noch nicht überall herumgesprochen. Und ich glaube, wir bekommen eine bessere Welt, eine schönere Welt, eine feinfühligere Welt, eine auch künstlerische Welt, wenn wir diesen Weg des Entrepreneurship gehen. Ja, jetzt die letzte Frage, die wir uns alle, unsere Partner stellen. Da Sie auch noch so nah an der Wirtschaft und an diese wichtige Machtzentren sind, was ist am Ende des Tages das Wichtigste am Leben? Ja, es geht um geglücktes Leben. Es geht um geglücktes Leben und ich frage mich, ob man als Angestellter oder Beamter, wo man ja in der Hierarchie ist und eigentlich nicht das machen kann, was man will. Es gibt so viele Bücher über Motivation von Mitarbeitern in Konzernen. Ich interpretiere die riesige Zahl der Bücher dahin, dass es offenbar nicht einfach ist und dass es ein nicht ohne weiteres lösbares Problem ist, vielleicht auch überhaupt nicht lösbares Problem. Sie müssen als Angestellter irgendetwas tun, was im Interesse des Unternehmens ist. Da ist die eigene Entfaltungsmöglichkeit nicht sehr groß. Als Entrepreneur können Sie sich tatsächlich, das ist der große Vorteil, also gerade für die, die Angst haben und die sagen, ich riskiere da etwas, der große Vorteil als Entrepreneur ist, dass Sie selber die Arbeitsteilung vornehmen und Sie sollten das für sich behalten, was Sie gerne tun, was Ihnen liegt, was Sie können, was Sie gerne tun und alles andere abgeben an professionelle Komponenten. Also die Chance, glücklich zu werden, ein geglücktes Leben zu führen, ist beim Entrepreneurship sehr viel realistischer als in einer Angestellten-Tätigkeit. Man sagt ja, 70% hätten innere Kündigung vorgenommen. Das ist schade. Also wenn man einen großen Teil seiner Lebenszeit verbringt mit etwas, was man nicht gerne tut und sich dann aufs Wochenende oder auf den Urlaub freut, das finde ich ein Zeichen, dass man falsch aufgestellt ist. Ja, na wunderbar. Vielen Dank, Herr Professor Faltin. Vielen Dank für Ihre Zeit.